mal meinen Vater fragen. Das war ein Rechner, der war aber damals eigentlich, gehört er zu der oberen Klasse. Heutzutage kann man ihn gar nicht mehr überhaupt so eine Klasse erzählen. Ich meine, das ist das echt unterste von allen. Ja, ich will jetzt nicht mit dem Wort, was ich gleich sage, ein paar Leute beleidigen. Das ist dann aus meiner Sicht, das ist dann so die Armutsbereich. Ja, ich meine, für heute, du kannst es gar nicht mehr kaufen, sowas, weil allerhöchstens im Museum. Weiß nicht, Ganz was auf sehen eBay und. alles umherschwirrt. Da schwirren tatsächlich noch Pentium 3 Prozessoren umher. Ja, vielleicht kriegst du noch was zusammen, aber ich meine, das ist echt schon. Damals aber war das ganz interessant. Internet gegangen zum ersten Mal 2002. Und da war noch mit Modem und so ein Scheiß, also das war auch noch ganz interessant. Ja. Kurz danach kam dann mein Rechner, der hätte aber 98 vorinstalliert, habe aber die XP-CD von meinem Vater bekommen, konnte da XP noch installieren, also XP Professional war das. Also irgendwie um den Dreh, aber ich weiß es nicht mehr ganz genau, es war schon vor langer Zeit her. Es war ein Rechner mit. Ich weiß auf jeden Fall noch, dass er einen Prozessor hatte mit 333 Megahertz, das weiß ich noch. Oh, ist das, warte mal, ist das nicht Pentium 2? Ich weiß es nicht mehr, es war auf jeden Fall genau 333 Megahertz. Eine gute Taktrate. Kann man sich leicht merken. Ja, da habe ich übrigens noch. Da ging Stronghold 1 bei mir drauf, ja. Da, so weit gesagt, ist Stronghold übrigens. Da habe ich meine ersten Spielerfahrungen gemacht mit Age of Empire 1, Stronghold 1, Siedler 3 und so ein Scheiß. Also so die ganz alten Spiele. Und jo, da habe ich das benutzt und dann irgendwann mal hat aber den Geist aufgegeben nach kurzer Zeit, deswegen zähle ich den gar nicht mehr zu meinen Rechnern. Den habe ich übrigens geschenkt bekommen, deswegen. Keine Ahnung für ein paar. Den zähle ich nicht als Rechner mit dazu, ist auch mal was. Ja, habe ich ganz kurze Zeit, keine Ahnung, ein paar Monate oder so, kurz zum Einstieg, einfach nur mal als Hilfe so, weil in der Schule mussten wir uns immer abwechseln, durfte man ganz kurz am PC, das hat nicht gereicht, um wirklich damit Erfahrung zu machen. Da haben wir das einfach zu Hause so ein bisschen gehabt und später habe ich mir, das war im Jahre 2004, glaube ich, oder 2003, 2004 um den Dreh, habe ich mir dann den ersten richtigen Rechner gekauft, aber zur Hälfte bezahlt nur. Deswegen Ja. zähle ich nur zur Hälfte des Rechners. Gehört jetzt zur halber Hälfte. Ja, habe ich den gekauft und der hatte 256 MB Arbeitsspeicher, 128 MB Grafikkartenspeicher, war eine RT Radeon 9200 ohne HD, also noch eine alte, von alten Serie. Hatte schon Windows XP vorinstalliert, war klar, was sonst. Und hatte eine Grafikkarte Pentium 4 war das, glaube ich. Oder war das schon. Nee, Dual-Core kann es glaube ich nicht gewesen sein. Nee, es war Pentium 4. Und ja, das war eigentlich ein Rechner, den hatte, der war eigentlich ziemlich stabil, natürlich Windows XP. Und jetzt ein bisschen mehr, um dem Betriebssystem allgemein zurückzukommen. Ich hatte mit der XP damals eigentlich ein Betriebssystem, also fand ich eigentlich ganz gut. Ich hatte damit schon, wie gesagt, Erfahrung gehabt und tja, war eigentlich ein super Betriebssystem. Lief stabil, hatte keine Probleme gehabt und war meinem nach bis heute immer noch das Betriebssystem, das Beste, was ich bisher benutzt habe. Kann ich mir vorstellen. Was war bei dir so dann? Ja, also Nach Windows 98. aus dem Jahre 2002, 2000, muss ich mal kurz mal so anmerken, dann kam 2000 und lasst mich jetzt überlegen, ich glaube 2004 war das. Warte mal, war das? Dann war der Rechner-Update, also da hatten wir die alten Teile rausgeschmissen, die neuen rein. Gab es einen schönen AMD Athlon XP 1800 Plus mit 1,5 GHz. Ja. Und auf dem lief tatsächlich, ich kann es jetzt auch genau sagen, bis wann, bis ja, so Mitte Dezember 2010, also gerechnet circa 5 bis 6 Jahre, Windows 2000 drauf. Oh. Ja, ein Betriebssystem, was auch noch so an der nahen Stabilität war. Aber, naja.
98 war noch das Spiel, so was es gab, aber naja, gut. Und zwischendran kam dann der Laptop dazu. Das war 2007. 6 oder 7, glaube ich. Ich glaube, es war mehr 7. Und auf dem war dann natürlich Windows XP installiert. Okay. Bis dann jetzt aktuell, was ich jetzt hier schön auf meiner Desktop-Oberfläche sehe, Windows 7. Oh. Ja. Da hat mich der Benni gleich überholt von Windows 2000 auf Windows 7. Also so einen Sprung habe ich noch nicht gemacht. So einen großen. Ja gut, Weil wenn man das jetzt auf bei Desktop. mir war ja so, nach XP kam dann jetzt halt, was ich gerade nutze, Vista. Und Wie stark. unglaublich, aber ich halte es durch bisher bei, ich habe es 2000, bei den Rechnern jetzt gekauft, 2007, im Oktober 2007, und der Rechner hat jetzt, also jetzt, den ich gerade jetzt nutze, der auch kurz davor ist zusammenzubrechen, weil mein Rechner so scheiße ist. Nee, aber damals gehört er zu diesem Standard, sag ich mal, mit Dual Core und bla 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 und 2 GB Arbeitsspeicher und sowas halt. Das war da damals so 2007 war ungefähr so Standard. Ja. Und der hatte halt Windows Vista oder hat noch Windows Vista. Nutze ich jetzt seit 2007, also um 3 Jahre, bisschen mehr als 3 Jahre jetzt, so 3 Monate, 3 Jahre und 3 Monate oder so ungefähr. Oktober, November, doch, irgendwie so um den Dreh, so ein paar zerquetschte noch. Auf jeden Fall, ja, so lange nutze ich Vista, unglaublich aber war, ich nutze es noch. Ja, das Also Betonung auf noch, ich weil ich glaube. meine, es ist, ja, Benny. Ich glaube, die alle, die das nutzen, sind, glaube ich, meistens, der größte Teil ist davon, glaube ich, schon umgestiegen. Ja, ich kann es mir vorstellen, warum. Ich meine, es ist ein. Ich habe das. Das war im Jahre 2006, da hatte ich noch meinen alten PC gehabt und dann. Ja, also man merkt schon irgendwie durchschnittlich 3 Jahre so ungefähr dann immer neuer Rechner. Wird wahrscheinlich auch dieses Jahr mal so sein, also. Denke ich mir mal. Ich hoffe es mal, weil ich habe mir vorgenommen, eigentlich dieses Jahr neuen zu kaufen. Das muss, es geht nicht. Ich weiß nicht, ob mein Rechner überhaupt noch durchhält. Vielleicht schaffe ich es sogar noch, weil dieses Jahr im Oktober würde er dann 4 Jahre werden. Eigentlich wolltest du das ja schon letztes Jahr machen, ne? Ja, ich wollte es eigentlich. Eigentlich habe ich ja, wären jetzt nicht diese Probleme aufgekommen, wollte ich eigentlich so oder so diesen Sommer neuen kaufen. Oder zumindest aufrüsten oder überhaupt irgendwas dran machen. Da aber die ganzen Probleme dazu kamen, und ich auch sogar zu diesem Fachfritzen gegangen bin, der auch mir gesagt hat, dass es überhaupt keinen Sinn macht, überhaupt noch irgendwas dran zu tun. Eigentlich reicht ja mir von Hardware-mäßig reicht das, weil ich bin ja eigentlich Casual Gamer und bla bla bla, da reicht eigentlich die Hardware. Nur durch diese Probleme, ich meine, ich kann kein USB mehr benutzen. Also jetzt nicht so wirklich, ich kann nur noch Tastatur, Maus, nur wenn ich das vor dem Betriebssystemstart reingesteckt habe. Das heißt, wenn ich meine Maus irgendwie, wie jetzt zum Beispiel, ich habe eine Nutzfunkmaus und wenn die Batterien alle sind und ich hab vergessen aufzuladen, ich brauche die Kabelmaus, dann muss ich meinen Rechner neu starten und während des Startens muss ich den reinstecken. Das Das ist hört sich jetzt sinnlos, alles aber ein bisschen chaotisch an. es hat noch mehr Erfahrung gemacht und mit Vista habe ich die meist negativen Erfahrungen gemacht. Ich habe, das muss ich mal anmerken, über all die Jahre nie ein Bluescreen gehabt. So. Auch mit dem Rechner hatte ich zeitlang keinen. Dann kam letztes Jahr im August war das glaube ich August oder September, ich weiß nicht mehr, irgendwie, ich glaube das war übergreifend Ende August, Anfang September. Innerhalb von so ein paar Wochen hatte ich 70 Bluescreens gehabt. In einem Monat. In 2 Wochen oder so. Ich Okay. hatte bei jedem Start hatte ich mehrere Bluescreens hintereinander gehabt. Bei jedem. Ist ausnahmslos bei jedem Start. Über die Zeit. Irgendwann mal ist es weggegangen. Ich weiß nicht warum. Es war halt einfach dann aufgehört, über Bluescreen zu machen. Ich habe da irgendwas am BIOS rumgefummelt, keine Ahnung. Irgendwie war das dann weg. Es war aber übrigens ich habe das erste Mal dann Bluescreen gehabt und das dann auch wirklich so häufig. Also das war unglaublich. Seitdem habe ich aber keinen Bluescreen zum Glück mehr gehabt. Also seit dieser Phase. Seit Monaten auch wieder nicht. Ich weiß eigentlich nicht warum, aber es ist halt irgendwie passiert. Und wie es zum Betriebssystem an sich Vista ist, ich meine, die ganzen
Die haben echt Flop gemacht, damit gemacht. Also das ist echt die Katastrophe. Damals, um im Jahr 2006 zurückzukommen mit meinem alten Rechner, bla bla bla. Da war ich doch so, war ich so in der Schule, habe mit jemandem so geredet und der hat auch gesagt, weißt du schon, kommendes Jahr, also 2007 kommt ein Betriebssystem raus, Windows Vista und so, soll eigentlich ganz gut sein, aber ich bezweifle, dass es gut wird, weil ich habe die Beta da irgendwie gehabt und schon so verbuggt, und das schaffen die wahrscheinlich gar nicht mehr alles wegzukriegen. Tja, da habe ich Man sieht's. gedacht, ja, wird's schon nicht so schlimm sein, ne? Dann kaufe ich mir, dann habe ich im Jahre, aber komischerweise habe ich schon 2006, also ein Jahr bevor es in Deutschland rauskam, im Sommer 2006 habe ich Windows Vista gesehen. Und zwar in der Türkei. Habe ich Windows Vista gesehen. Da war ich beim Friseur und dann plötzlich sehe ich da, was ist das für ein Betriebssystem? Das sieht, da ist so ein Windows-Zeichen, weißt du, dieses Fenster da, dieses typische Windows-Fenster da. Und ich denke so, aber das sieht so total anders aus als XP. Andere Oberfläche, vielleicht irgendwas gepatcht oder sowas, keine Ahnung. Nö, Windows Vista, habe ich noch nie gehört. Ich kann mit denen nicht unterhalten, weil die sprechen mit Türkisch und so. Hab ich Nee, einfach das gesagt, ist doch ja gut. normal. Nee, ist doch normal. Ich spreche Türkisch, sprechen, wenn man in der Türkei ist. Ja, ich meine jetzt halt, das war so ein eigentlich Touristenviertel, da muss man wenigstens irgendwie Englisch können oder so. Keine Ahnung, hab da einfach nicht mit denen gesprochen. Auf jeden Fall habe ich so gesagt, gedacht einfach gut. Meinetwegen irgendeine türkische Version eines Windows oder so vielleicht. Bis ich halt später ein Magazin gelesen habe. Ja, ich hätte noch kein Internet gehabt, also ich zumindest nicht. Da hab ich noch regelmäßig Zeitschriften gekauft und habe ich so gelesen, Windows Vista, aha. Wieso hat der das schon gehabt? Gut, es ist die Beta gewesen. Okay, dachte ich mir. Ich sah aber ganz interessant aus, weißt du. Ich habe einfach nur auf die Oberfläche gedacht, geil, sieht geil aus, wird bestimmt auch geil sein. Nö, hab ich dann einen Monat nach dem Kauf gedacht, war schon wirklich nervig mit diesen ganzen Sicherheitsfragen. Wollen Sie dies annehmen und bla 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 und immer ja, nein, bestätigen und fortsetzen und sowas. Das hat mich genervt. Das nervt mich heute noch. Ja, das ist ja bei Wiss, das ist ja bei Windows 7 auch. Ja, ich finde es total sinnlos. Ich meine, ich klicke Ja, doppelt mein Programm. Wollen Sie das öffnen? Natürlich, ich habe doch schon Doppelklick gemacht. Sicherlich das öffnen. Da denke ich, hilft das dumm oder so? Ich meine, zur Sicherheit bringt das auch nicht viel, wenn er das tausendmal fragt, ja, sicher oder nicht. Natürlich bin ich mir sicher. ich habe es ja Wenn ich anders so auf. gemacht. Ich hab diese Funktion da so weit runtergeschraubt, dass er das nicht mal anzeigt. Bei mir schreibt jetzt, ich habe keine Ahnung, wie ich das wegmachen kann. Irgendwie kriege ich es nicht weg. Warum ja auch nicht mehr? Ich Ich weiß hab's auch nicht. schon vergessen. Oh, hätte es mir aber wenigstens sagen können. Ich schau mal nach, also ganz mal gucken, wo Das da ist drin. auf jeden Fall das Nervigste an Vista, das mit den ganzen Sicherheitsfragen und Windows 7 auch. Und was habe ich mir. Dann komme ich jetzt zu Linux. Ich bin noch nicht fertig mit Windows, aber ich habe, um jetzt zumindest zeitlich gesehen, kam dann meine große, naja, nicht groß, aber so meine Linux-Zeit. Meine Linux-Interessiert-Zeit, keine Ahnung, wie ich das nennen soll. So da, derzeit, wo ich da ziemlich interessiert war an Linux, war auch, glaube ich, die Zeit der besten Phase, wo es zum ersten Mal Linux geschafft hat, über 1% Marktanteil zu bekommen. Ja, da fing an mit Ubuntu im Jahre 2008. Ende 2008, Anfang 2009 ungefähr um den Dreh. Ubuntu natürlich, dann habe ich Mandriva genommen und ganz viele Derivate von Ubuntu, die von Ubuntu, sondern von Linux an sich und ja, das zieht sich dann bis jetzt, das zog sich bis Mitte 2010. In der Zeit habe ich immer ganz viele Versionen ausprobiert und gemacht und getan. Ich habe bis auf die Taskleiste ein bisschen sonst, also heißt jetzt, glaube ich, die Superbar oder so. Und sonst irgendwie hat sich, glaube ich, kaum was geändert. Also zumindest optisch gesehen, aber ich habe schon gemerkt, ich habe ja jetzt mit Windows Vista, jetzt ich weiß nicht warum, liegt wahrscheinlich auch an diesem USB-Problem, wenn ich starte, tausende gedrehte Treibermeldungen, immer wieder, weil halt die Treiber für jeden Scheiß kann erkennt er nicht. Plug and Play kaputt. Plug and Play meine ich. Und das geht halt nicht. So, bei Windows Vista, bei Windows 7 meine ich, kommt das nicht. Da habe ich keine Meldung am Anfang. Da habe ich totale Ruhe, weißt du, das startet auch schneller als Vista und ich bin drin und ich habe keine blöden, nervigen Meldungen von Gerätetreibern. Deswegen frage ich mich, warum?
Liegt das jetzt an meinem Rechner oder am Betriebssystem? Warum?